Der Birkert, dies ist eine Charakterart unserer alpinen Matten. Wenn ich im Frühjahr das, beim Morgengebet das Kullern, Fauchen und Zischen höre, bin ich daheim, bei meinen Chiemgauer Alpen. Und ja, dieser wunderbare Spielhahn ist auch Vorbild für unsere Trachtler für das Blatteln. Hoffentlich können wir ihn trotz Wintertourismus halten und die Störungen minimieren.